Wir haben uns zuletzt bewusst gemacht, wie wichtig es ist, als erwachtes Genie täglich eine gute Idee zu haben und diese Idee zu polieren, sodass daraus eine besondere, brillante, vielleicht sogar einmalige Idee wird und diese Idee zu verwirklichen, um unser ganzes Leben zu verzaubern. Das heißt, schaffen Sie sich die Visitenkarte des eigenen erfolgreichen Lebens durch die tägliche gute Idee, die Sie verwirklichen. Aber zum Genie gehört auch, die Sprache des Lebens zu verstehen. Die Botschaft des Körpers. Die Sprache der Lebensumstände. Ja, das heißt, das Leben spricht ständig zu uns, ununterbrochen. Aber die meisten verstehen nicht, was da gesagt wird, weil das für sie eine Fremdsprache ist. In Wirklichkeit ist das ganz einfach. Sie brauchen, ja, zum Beispiel bei einem Symptom, Sie haben eine Krankheit, die Botschaft besteht aus drei Teilen: Ort der Erkrankung, Art der Erkrankung, Zeitpunkt der Erkrankung. Also nehmen wir Ort der Erkrankung, da braucht man keine anatomischen Kenntnisse. Sie sehen ja, aha, Kopf oder Hüfte oder Ellenbogen oder Knie oder was. Und ja, was also jetzt, wenn eine Hüfte gemeint ist, Beispiel. Ja? Ich gucke jetzt nicht, ob Rheuma oder Arthritis oder was, sondern erst einmal Ort der Erkrankung, Hüfte. Da muss ich unterscheiden, links oder rechts. Das Leben ist da sehr präzise. Links heißt also die gefühlsmäßige Seite, ja, innen, rechts, außen, äußere Umstände. Also wenn es meine linke Hüfte wäre, ja, dann hieß es, muss ich mich fragen, wozu hat man eine Hüfte? Wieso ist das die Projektionsfläche für meine Botschaft? Was mache ich mit einer Hüfte? Also die brauche ich, um mich zu bewegen, ja, mich zu beugen, Schritte zu tun. Ah, links. Also emotional im Inneren sind Schritte zu tun. Und das Leben mahnt mich gerade an, diese Schritte zu tun. Ja, ah, okay, das ist die Botschaft. Und dann kann ich noch den Zeitpunkt hinzuziehen. Ich sage, wann ist denn das zum ersten Mal aufgetreten? Womit habe ich mich da gerade beschäftigt? Also in den 2-3 Tagen davor, ja, in dieser Zeit, was war da in meinem Leben los? Das gehört mit zur Botschaft. So, da macht mich das Leben aufmerksam. Das heißt also, ich brauche keine besonderen Kenntnisse, ich muss nur ganz einfach meine Aufmerksamkeit darauf richten und mich im Detail fragen, was bedeutet genau das? Nehmen wir mal irgendeinen Lebensumstand. Wer sagt mal irgendwas? Was könnte im Leben passieren? Keiner? Okay, dann kann ich keinen nehmen. Also unterstellen Sie einfach als Genie, Sie verstehen die Sprache des Lebens. Ja? Das Haupthindernis ist nämlich, dass Sie glauben, ja, das verstehe ich ja nicht. Ich weiß nicht, was das Leben meint. Und diese Überzeugung verursacht, dass Sie es nicht verstehen. Aber Ihr wahres Wesen versteht natürlich Ihr erwachtes Bewusstsein. Sie sind ja Bewusstsein. Sie können die Sprache des Lebens nicht verstehen. Also wenn Sie nicht sich selber ein Bein stellen und unterstellen, dass Sie es verstehen, also was bedeutet das denn jetzt? Dann werden Sie erkennen, dass Sie das verstehen und dass das Leben Ihnen dauernd in seiner Sprache eben eine Hilfestellung gibt über die Botschaft Ihres Körpers, die Sprache der Lebensumstände,
dass das die wichtigste Fremdsprache ist, die Sie unbedingt lernen sollten. Herr Tepperwein, seit Sie das sprechen, tut es mir hier immer so weh. Bitte was? Seit Sie darüber jetzt sprechen, merke ich hier diese Verkrampfung, diesen Schmerz hier. Also, ein Schmerz ist schon eine Wiederholung der Botschaft. Ja, das heißt, das Leben bietet immer erst den königlichen Weg der Erkenntnis. Der erste Schritt wäre eine Idee. Die tut noch nicht weh. Aber wenn ich die übersehe oder nicht bemerke, ja, dann sagte ich, was soll ich denn? Jetzt muss ich den Schmerz schicken, damit er sich damit befasst. Das tut dann so weh, jetzt muss er sich damit befassen. Wenn der aber immer noch nicht will und nimmt jetzt Schmerzmittel, ja, dass er den Schmerz nicht spürt, ja, dann sagt der Körper, ja, jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, jetzt muss ich den Schmerz chronisch machen. Ja, dann hat er eine chronische, das ist die dritte Stufe der Botschaft, ja, chronische Erkrankung. Du hast auf den königlichen Weg der Erkenntnis nicht gehört, du hast auch den Schmerz ignoriert oder weggefuttert und jetzt schicke ich dir chronische Erkrankung, das tut dauernd weh. Jetzt kannst du nicht mehr das mit dem Schmerzmittel beseitigen, du musst dich jetzt damit befassen. Das heißt, und jetzt Nacken, ja, rechts zeigen. Der Körper ist sehr präzise. Also fragen wir ganz dumm. Angenommen, ich habe keine Ahnung von Anatomie. Wofür hat man ein Genick, einen Nacken? Was macht der? Der trägt den Kopf, den Körper und man kann auch damit Ja oder Nein sagen. Ja, oder man kann hier hingucken oder da hingucken. Ja. Ah, zum Richten meiner Aufmerksamkeit ist das, ich kann Ja oder Nein sagen, aber links oder rechts, es ist also rechts, also im Außen. Ah, da sind also äußere Dinge im Außen, über die ich stolpere, ja, die ich beurteile und haben wir ja vorhin gesprochen. Ja, ja. Genau das ist es, ja. Ja, ja, ja. Deswegen rechte Seite, Genick, tut das weh. Und Schmerz, wie gesagt, wenn es schon weh tut, sagt der Körper, du, ich habe dir die Botschaft schon mal geschickt, aber da ist nichts passiert. Jetzt müsstest du sie langsam ändern. So, und ja? Ich hätte noch ein Beispiel für Lebensumstände. Ja. Also mein Lebensumstand ist, dass ich... Bitte etwas lauter. Mein Lebensumstand ist, dass ich einfach zu viel Arbeit habe und mit der Zeit nicht... Brauche nicht weitersprechen, ist schon falsch. Ja, niemand hat zu viel Arbeit. Warum stopfe ich mir so viel in den Tag? Ja, und in die Woche. Ich meine, ich in die Woche, ins Jahr, spielt ja ins Leben. Spielt keine Rolle. Warum habe ich so viel Arbeit? Ich hatte das Problem vor einigen Jahrzehnten als Heilpraktiker. Meine Praxis war ganz schnell überlaufen. Ich habe schon 10 Stunden am Tag gearbeitet, habe dann schon den Samstag dazu genommen. Und es kamen aber immer mehr Patienten. Und ich wusste nicht, wie mache ich. Ich muss jetzt absagen, ich kann das nicht mehr bewältigen. Das wird eine Gesundheitsfabrik, das will ich nicht. Ich will Zeit haben für den Einzelnen. Und dann wusste ich aber nicht, was ich lassen sollte. Und dann habe ich aber einen ganz strengen Maßstab angelegt. Was würde mich das Leben kosten, wenn ich es nicht tun würde? Da habe ich nichts gefunden. Ja, also so war es schon mal. Was würde mir einen ganz großen Nachteil bringen, wenn ich das nicht mache? Speziell da habe ich manchmal was gefunden, habe gesagt, also das würde schon einiges verursachen, was ich nicht will. Okay, und was würde einen großen Vorteil bieten, wenn ich es mache? Und mit diesen 3 Kriterien habe ich nur das genommen, was die Kriterien erfüllt hat, und da war plötzlich noch Platz in meinem Terminkalender. Auf einmal, also was kostet mich das Leben und so weiter, da fielen die unwesentlichen Dinge weg. Und da habe ich gelernt,
zu unterscheiden, was ist denn wirklich wesentlich in meinem Leben? Wieso meine ich denn, das alles machen zu müssen? Wieso ist das meine Arbeit? Muss das überhaupt gemacht werden? Und wenn ja, muss es von mir gemacht werden oder kann ich das delegieren? Also wie geht man damit um? Und dann habe ich einen Weg gefunden, auf einmal plötzlich sehr viel Zeit zu haben für das Wesentliche im Leben, indem ich alles Unwesentliche losgelassen habe. Und Sie könnten vielleicht hinten anfangen und sagen, was davon, Sie machen Ihre Liste, was To-Do-Liste, ja, und dann gehen Sie, was wäre denn das Unwichtigste? Streichen Sie weg, Zweitunwichtigste, Drittunwichtigste, und so, fangen von unten an. Und dann werden Sie sehen, das meiste muss erstens überhaupt nicht getan werden und das, was getan werden muss, davon muss wieder ein Großteil nicht von Ihnen getan werden. Und dann können Sie fragen, was wäre denn wirklich wesentlich? Wenn ich nämlich so viel Arbeit habe, komme ich vielleicht gar nicht zum Wesentlichen in meinem Leben. Also müsste ich mal von oben eine andere Liste machen und sagen, was ist denn unverzichtbar in meinem Leben für mich? Ja, für meine Entwicklung, dass ich das tue. Naja, und eigentlich ist nur eins wichtig im Leben, nur ein einziger Schritt, aufzuwachen zu mir selbst, zu dem, der ich wirklich bin. Alles andere sind Spielereien. Ja, das ist wie kleine Kinder, die morgens in den Kindergarten kommen, die stürzen sich alle auf die Spielkiste und jeder will das schönste Spiel haben und ganz viele davon, so viel wie er tragen kann und so weiter. Und wenn der Kindergarten vorbei ist, am Abend, kommt alles wieder in die Spielkiste, sie lassen alles zurück. Also der wesentliche Maßstab ist, was von dem, was ich hier unbedingt tun muss, meiner Meinung nach, nehme ich denn mit, wenn ich mal diesen Körper verlasse, wenn ich aus diesem Leben rausgehe? Was zählt dann noch? Was hat mir dann wirklich etwas gebracht? Dann werden Sie sehen, wenn Sie diesen Maßstab anlegen, haben Sie reichlich Zeit. Ja? Und dann können Sie nach Belieben noch was weniger Wesentliches mit reinnehmen. Aber fangen Sie mit diesem Wesentlichen an. Und das gilt für alle, dass Sie sich Ihren Terminkalender einmal anschauen, was treibe ich denn so den ganzen Tag? Zum Beispiel war bei meinem Wesentlichen etwas, was ich gesagt habe, wie viel Zeit investiere ich täglich in mich selbst, in mein Bewusstsein? Naja, und dann habe ich die Zeit in der Meditation gerechnet und wo ich mal, da kam ich auf eine halbe Stunde am Tag. Da habe ich gesagt, ja, was treibe ich denn die übrige Zeit? Ist das denn wichtiger als ich selbst? Ja, und so lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf das Wesentliche, damit nicht bei all dem vielen, was man zu tun hat, das Wesentliche ungetan bleibt, weil ich gar keine Zeit dafür hatte. So. Und wenn Sie aber wirklich sich auf das Wesentliche konzentrieren, werden Sie immer feststellen, ich habe das ganz oft überprüfen können, dass unendlich viel Zeit bleibt für Sie selbst. So viel Wesentliches gibt es nämlich gar nicht. Ja, so. Und dann kommt der Verstand, sagt, ja, ich muss ja Geld verdienen, ich muss ja meinen Lebensunterhalt und ich muss ja meine Position verteidigen, ich muss ja, muss ich alles nicht. Es beginnt schon mit dem Geld verdienen. Geld muss man nicht verdienen, aber verursachen. Natürlich, ja, damit es da ist. Also ich brauche Geld, also muss ich es verursachen. Aber verursachen dauert nicht so lange wie verdienen. Verdienen muss ich jeden Tag wieder machen. Verursachen kann ich einmal machen, dann ist ja verursacht. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Indem Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren, bleibt Ihnen unendlich viel Zeit für das, was Ihr Leben ausmachen soll. Sie müssen nur einen anderen Maßstab anlegen. Und dazu müssen wir zunächst einmal das Unwesentliche rausschmeißen. Und bei dem Unwesentlichen zuerst das, was stört. Also, kommt in meinem Leben noch Ärger vor? Kommen Sorgen vor? Kommt Stress vor?
kommt negatives Denken vor. Ja? So. Das muss auf jeden Fall raus. Also, was mache ich denn? Diese unerwünschten Energien verursachen ja eine unerwünschte Zukunft. Also das kann ich mir nicht leisten. Die müssen auf jeden Fall raus und machen schon mal Platz für was Vernünftiges. Ja? Also wie löse ich, machen wir uns einmal bewusst, wie löse ich unerwünschte Energien wie Ärger, Stress, Sorgen und so weiter auf, bevor sie zur unerwünschten Realität werden. Sie machen sich bewusst beim Ärger, nehmen wir uns den mal vor, Ärger macht alles nur noch Ärger. Ja, also der macht nichts besser. Ich habe immer gedacht, wenn fast alle Menschen diese Angewohnheit haben, dann muss ja einen Grund haben, dann muss ja irgendwas Positives bewirken. Ich habe nichts gefunden bis heute. Aber ganz viele Nachteile. Ja, es verdirbt in die Laune, den Schlaf, den Appetit. Das macht sie miesepetrig. Die anderen mögen sie weniger, macht sie weniger sympathisch. Es lässt sie vor der Zeit alt, krank und welk werden. Und was kriegen sie dafür? Gar nichts. Ja? Also das muss auf jeden Fall raus. Ja gut, jetzt will ich das ja. Ich sehe ein, der Verstand ist ja klug genug zu erkennen. Also Ärger bringt schon mal nichts. Aber was mache ich denn, wenn ich mich ärgere? Ja? Dann ist es zu spät. Ich muss also vorher was tun. Also schaue ich mir die Ursache für Ärger an. Wie kann ich weise mit dieser Ursache umgehen? Also worüber könnte man sich zum Beispiel ärgern? Ich weiß, Sie haben das nicht, aber Sie kennen vielleicht einen, der sich noch ärgert. Über Kinder, die sich streiten. Bitte? Über Kinder, Geschwister, die sich streiten. Kinder, die sich streiten? Also wenn ich für die Kinder verantwortlich bin und ich damit reingezogen werde. Ja, das ist ganz normal, dass sich Kinder streiten. Das gehört zu ihrer natürlichen Entwicklung. So messen die ihre Kräfte, so wie sie brauchen nur Tieren zuschauen. Ja, die balgen sich den ganzen Tag. Ja, tun sich nicht wirklich weh, aber naja, manchmal schon ein bisschen so. Ja, also die balgen den ganzen Tag. Das ist normal. Da brauchen sie überhaupt nicht eingreifen. Da würden sie nur die Entwicklung stören. Also lassen Sie sich das doch untereinander klären. Wer überlebt, hat gewonnen. Also, wir waren gerade dabei auf die Ursache des Ärgers. Jetzt kommt die nächste Frage, wie wäre es denn ideal? Es kommt der Verstand sein, ideal, wenn die Kinder ganz lieb und friedlich wären. Ja? Wenn die gegenseitig sich respektieren würden und sich gegenseitig die Spielsachen geben würden. Ja? Ja. Okay, also das Ideal können wir vergessen, das wird wahrscheinlich nicht in Frage kommen. Jetzt würden wir also bei unserem normalen Ärger eben sehen, worüber ärgern wir uns normalerweise? Sagen Sie mal einen ganz normalen Ärger. Über unfreundliche, unhöfliche, respektlose Menschen. Habe ich nicht verstanden. Über unfreundliche, unhöfliche, respektlose Menschen. Wunderbar, danke sehr. Ja, das ist so etwas, das könnte eigentlich jeden betreffen. Und das ist eine wunderbare Lektion des Lebens, die sagt, merkst du gar nicht, dass du gerade im Urteil bist? Die Arroganz des Egos erwartet einfach, dass die Leute freundlich sind. Wieso? Ja, das wäre schön. Ja, aber das ist nicht die Wirklichkeit. Und der andere ist nicht verpflichtet, freundlich und respektvoll zu sein. Weil der andere mag sich selber nicht leiden und die anderen schon gar nicht. Ja? Also, das heißt also, in seiner Entwicklung steht er noch da, er hat mit sich zu tun. Der meint mit der Unfreundlichkeit ja gar nicht mich. Ja? Genau, er strahlt das nur nach außen aus. Er nimmt mich zufällig als Zielscheibe für seine Unzufriedenheit mit sich selbst. Jetzt braucht er alles andere als mein Urteil.
dass ich ihn auch noch verurteile. Sag, du bist unfreundlich und nicht respektvoll. Und du, ja, das hilft ihm nun überhaupt nicht, sich weiterzuentwickeln, sondern ja, einfach zu erkennen, okay, armes Schwein, ja, der schlägt sich noch mit sich selber rum. Und wenn ich jetzt wirklich in der Liebe bin, dann kann ich mir überlegen, wie kann ich dem helfen, dass der da aus seinem eigenen Gefängnis rauskommt. Denn das ist eins der Geheimnisse in einer idealen Beziehung. Lieben Sie den anderen am meisten, wenn er es am wenigsten verdient, weil er es dann am dringendsten braucht. Ja? So. Und wenn Sie dann noch draufschlagen mit Ihrem Urteil, sagen, das war aber jetzt gar nicht gut, was du da gemacht hast, das ist das, was am wenigsten hilfreich ist. Und es zeigt gleichzeitig ihre eigene Begrenzung, ihr Urteil und ihr Ego und so weiter. Also, wann wieder mal so jemand im Außen kommt, sage ich, wenn ich erwachtes Bewusstsein bin, danke, Leben, dass du mich aufmerksam machst durch den, der mit sich unzufrieden ist. Ich mache mir erstmal bewusst, der meint mich ja gar nicht, der nimmt mich nur als Zielscheibe. Und wie kann ich ihm jetzt helfen, da rauszukommen, damit umzugehen, damit besser umzugehen? Ja? Und dann bin ich auf dem idealen Weg. Dann hat der Privatlehrer, der mir das Leben geschickt hat, seine Schuldigkeit getan. Und ich habe einen Schritt in meiner eigenen Entwicklung machen können, durch die Unzufriedenheit und Respektlosigkeit des anderen. So, das heißt also, wir schauen uns die Ursache des Ärgers an. Wir warten nicht, bis der Ärger Emotionen ausgelöst hat, dann ist es zu spät. Sondern ich muss vorher überlegen, was könnte denn Ärger auslösen und wie könnte ich weise damit umgehen, mit so einer Situation. Und jetzt erlebe ich das voraus, mit der Kunst des Vorauserlebens, wenn wieder so etwas eintritt, dann gehe ich so damit um. Ah, das bringt mich weiter, das hilft dem anderen, so ist es ideal. Und schon ist der Ärger gelöst. Und das Gleiche machen Sie bei Stress. Zum Beispiel, Sie machen eine Liste der Dinge, die zu tun sind, und als erstes stellen Sie fest, das ist in der zur Verfügung stehenden Zeit überhaupt nicht zu schaffen. Deswegen bin ich ja im Stress. Weil, ja, so. Dann habe ich also zu viel auf meiner Liste. Wenn ich aber erwachtes Bewusstsein bin und online gehe, erkenne ich plötzlich, oh, im Jetzt stimmt immer nur eins. Es kommt nie vor, dass zwei Dinge jetzt zu tun sind. Sieben schon gar nicht, wie der Verstand meint. Ja, die sind zu tun. Jawohl, anerkenne ich, das ist zu tun. Aber jetzt stimmt nur eins. Und jetzt, wenn das getan ist, jetzt stimmt wieder nur eins. Und sobald Sie also online sind, ist Stress nicht mehr möglich, weil immer nur eine Sache jetzt stimmt und Sie nichts mehr unter Druck setzen. Und wie mein Meister mir gesagt hat, am ersten Tag, also ich habe mal Schreiner gelernt und er hat mir anfangs dann zur Einführung gleich gesagt, arbeite ruhig und gediegen und was nicht fertig wird, bleibt liegen. Und daran habe ich mich gehalten und ja, damit geht Stress dann nicht mehr, weil sie einfach das Wichtigste jetzt tun, setzen Prioritäten und wenn das getan ist, kommt das Nächste und der Rest kommt morgen oder irgendwann und dann ist Stress nur noch eine Erinnerung an die Zeit in der Illusion des Ich. Und das Gleiche gilt natürlich für sich Sorgen machen. Aber manchmal ist dann schon was schiefgelaufen, ist passiert. Was mache ich damit als erwachendes Genie? Ganz einfach. Können auch eine schon schiefgelaufene Situation noch ändern. Ja, natürlich. Wenn Sie online sind, ist es ganz einfach. Dann schauen Sie hin, okay, wie wäre es ideal,
machen wir es gerade mal. Also, der erste Schritt, nehmen wir mal an, eine Situation ist bereits schiefgelaufen. So. Der erste Schritt ist Zielklarheit schaffen. Wie wäre es denn ideal? Der nächste Schritt ist, wenn ich also weiß, was jetzt ideal wäre in der Situation, erst gewinnen, dann beginnen. Das heißt, das Gewünschte geistig in Besitz nehmen. Weil das Gesetz dahinter, Realität entsteht innen im Bewusstsein und tritt außen nur als Realität, als Wirkung in Erscheinung. Also ich muss es innen schaffen. So. Also ich nehme, sobald ich das Ziel geschaffen, also mir bewusst gemacht habe, ich nehme das Ziel geistig in Besitz. Was heißt das? Ich erlebe mich in der erfolgten Erfüllung. Das ist für viele, die im Verstand sind, schwierig, weil sie sagen, da mache ich mir ja was vor. Aber das Gesetz dahinter steht in der Bibel bei Markus 11, 24. Das Gesetz lautet, bittet um was ihr wollt. Glaubt nur, dass ihr erhalten habt und es wird euch werden. Ja? Das heißt, was innen nicht verwirklicht ist, kann außen auf dem Bildschirm Realität nicht in Erscheinung treten. Ich muss es erst in meinem Film so sein, verwirklicht haben, damit es außen Realität werden kann. Also ist es sehr wohl wichtig, ich lüge mir da nichts in die Tasche oder mache mir was vor, sondern ich verursache es damit, indem ich es innen verwirkliche, in Besitz nehme, ich erlebe mich in der Erfüllung, ja, ich habe es erreicht, es ist vollbracht und verbinde das mit einem starken Gefühl der Freude und Dankbarkeit. Denn meine gefühlte Dankbarkeit verursacht jetzt das, wofür ich dankbar bin. Und jetzt bleibe ich in der Gewissheit der erfolgten Erfüllung, bis es Realität ist. Das heißt, ich muss nicht dauernd daran denken, wie bei einer Bestellung im Warenversandhaus. Ich bestelle einmal, Sache erledigt. Aber wenn ich daran denke, dann nicht wieder abbestellen. Abbestellen wäre, ja, ob das geklappt hat, ja, das wäre, da habe ich abbestellt. Damit das nicht passiert, brauche ich diese absolute Gewissheit der erfolgten Erfüllung. Die Energie wie, Sie haben etwas beim Warenversandhaus bestellt, ich habe jetzt gerade etwas bestellt, mir einen neuen Arbeitsstuhl, ja, für meinen Schreibtisch, weil der andere was verschlissen ist. Die haben mir gesagt, innerhalb von 5, ist ab Lager lieferbar, innerhalb von 5 Werktagen haben sie es. Da kam mein Verstand und hat gesagt, und, wo ist er? Ja, sag ich, ist bestellt, der kommt jetzt. Wenn sie so etwas bestellt haben, und hat ihnen gesagt, ist ab Lager lieferbar, ja, und geht jetzt auf jeden Fall raus, dann lassen sie sich nicht beeindrucken davon, dass es ja nicht da ist, sondern sie bleiben in der Gewissheit, okay, muss ja jetzt die Tage kommen. Ja. Das ist die Energie, in der sie bleiben müssen. Ja. Die Gewissheit, dass, nee, das ist alles erledigt, braucht da nichts mehr tun, das ist jetzt verursacht, das vollzieht sich, das tritt in Erscheinung. Das heißt also, sie bleiben in dieser absoluten Gewissheit, alles ist getan, ich habe es erreicht, das wird jetzt geliefert, das tritt als Realität in Erscheinung aus. Das ist alles, was zu tun ist. Und es gibt keine Situation, die sie mit diesen einfachen Schritten nicht ändern können. Egal, ob es ein Wunsch ist, ob es Gesundheit betrifft, ihre Beziehung, Erfolg, Geld, Glück, Erleuchtung, ja, es spielt überhaupt keine Rolle. Bei der Erleuchtung käme natürlich wahrscheinlich der Verstand gleich wieder und würde sagen, ja gut, woher soll das denn kommen? Wie willst du denn jetzt plötzlich erleuchtet werden? Ja? Wenn Sie sich aber daran erinnern, Moment, mein wahres Sein ist vollkommen. Erleuchtung ist also nur ein Wort für das Ich. Ich selbst brauche keine Erleuchtung. Ich bin vollkommen. Dazu gehört auch Erleuchtung. Ja?
Aber für den Verstand, für das Ich, ist das ein vielleicht sogar unerreichbares Ziel, ein Traum, Erleuchtung. Ja? Da werde ich in diesem Leben wahrscheinlich nicht erlangen. Das braucht ja seine Zeit. Da muss ich erst noch viele, viele Schritte tun. Hat der Verstand ja recht. Ja? Und er kann es überhaupt nicht erreichen. Er wird es nie erreichen, weil er unvollkommen ist. Er ist nur eine Illusion. Die kann nicht vollkommen werden, er kann noch nicht erleuchtet werden. Also, aber es ist ein schönes Ziel. Soll er ruhig davon träumen. Ja, aber Sie sind vollkommen. Also brauchen Sie gar nichts tun. Mit diesen Schritten prüfen Sie einmal gerade, ob Sie eine Situation haben, die man mit diesen Schritten nicht lösen könnte. Oder ob Sie sich eine ausdenken könnten, die so nicht lösbar ist. Genau, es geht nicht. Das ist Ihr Schlüssel zur Macht. Und der ist ganz einfach und da kann der Verstand auch nicht kommen, ja, wäre ja schön, aber das kannst du nicht. Da brauchen Sie nichts lernen, Sie müssen es nur tun. Das ist wie auf den Lichtschalter drücken, ja. Sie brauchen keine Voraussetzungen. Sie müssen nicht heilig sein, um da drauf drücken zu dürfen. Sie müssen nur drauf drücken. Das ist alles. So. Und so können Sie also auch etwas, das schon schief gelaufen ist, nicht nur in Ordnung bringen. Ich habe das immer wieder erlebt, sondern Sie machen aus einem bereits erfolgten Misserfolg und Verlust einen Erfolg und Gewinn. Einfach, indem Sie sich fragen, okay, was müsste denn jetzt geschehen, damit aus dieser verfahrenen Situation doch noch ein Erfolg, wenn vielleicht sogar größer als der Misserfolg und ein Gewinn. Also wie kann ich Gewinn erfolgreich aus dieser Situation mit einem Gewinn hervorgehen? Und indem Sie Ihre Aufmerksamkeit darauf richten, fällt Ihnen ein, was zu tun ist. Und dann tun Sie das und dann geschieht es. Nach dem Gesetz von Ursache und Wirkung, wenn, dann. Das Leben hat nur diese beiden Worte als Gesetz. Wenn, dann. Also wenn du das tust, dann passiert das. Und wenn du das nicht tust, dann passiert das nicht. So, wenn du was anderes tust, passiert was anderes. Wenn, dann. Ja? Aus. Und wenn Sie etwas getan haben, dann haben Sie nach einer Weile aus Erfahrung die absolute Gewissheit, wenn ich das getan habe, muss es ja. Es ist ja in meinem So-Sein enthalten, also ab Lager lieferbar. Das muss ja dann in Erscheinung treten. So. Und so können Sie auch, wenn etwas schiefgelaufen ist, das noch ändern. Das ist ein riesen, riesen Geschenk. Bitte? Das ist ein riesen, riesengroßes Geschenk. Ja, aber... Ja? Das ist Ihr Schlüssel zur Macht, der jedem zur Verfügung steht. Und er kann jederzeit davon Gebrauch machen. Er braucht nie mehr jemanden fragen. Er braucht nie mehr eine Hilfe von irgendjemandem. Ja, er ist der Schöpfer. Er kann es jederzeit ändern. Er muss nur keinen Schritt auslassen, sondern diese Schritte gehen. So, jetzt haben wir uns also bewusst gemacht, was zu tun ist. Nein, einen Schritt würde ich noch vorschlagen. Werden Sie auf Ihrem Gebiet ein Experte. Egal, was das für ein Gebiet ist, ja, es muss Ihnen Freude machen, aber erwarten Sie von sich, dass Sie absolut spitze werden auf diesem Gebiet. Das braucht erfahrungsgemäß nach der Statistik und Wahrscheinlichkeit etwa 10.000 Stunden Investition. Das heißt, das machen Sie nur, wenn es Ihnen Freude macht. Wenn es Pflicht ist, können Sie es vergessen. Dann kommen Sie mal nicht dazu, dann haben Sie gerade Schnupfen, dann haben Sie Besuch und dann finden Sie 1.000 Ausreden, warum das heute geht, jetzt gerade nicht, aber muss ich unbedingt die Tage wieder mal, nein. Wenn es Ihnen Freude macht, der Freude folgen Sie sowieso. Ja? Jede freie Minute, Sie haben noch eine Viertelstunde Zeit, okay, dann freuen Sie sich noch eine Viertelstunde und machen noch ein bisschen das, was Ihnen Freude macht und kommen dem immer näher und zahlen in Ihr Expertenkonto ein und werden jetzt ein Experte, zum Beispiel ein Experte in der Sprache des Lebens.
ein Experte in der Kunst der Umwandlung von negativen Energien wie Ärger, Stress, Sorgen. Ein Experte in der Kunst, Ereignisse, die schon schief gelaufen sind, wieder in ihr Ideal zu verwandeln. Oder Sie werden ein Experte in der Kunst, ständig online zu sein und sich von der Weisheit des einen führen zu lassen. Das braucht jeder. Ja. Oder Sie werden ein Experte in der Kunst, ständig bewusst in Ihrem vollkommen gesunden, ewig jungen, wahren Körper zu leben. Prüfen Sie einmal, ob Sie nicht immer wieder mal oder vielleicht sogar ständig noch in Ihrem äußeren Erdenkleid leben, in Ihrer Schuluniform. Ja, das ist nur Ihre Schuluniform hier für die Schule des Lebens. Das sind Sie nicht. Also leben Sie doch mal bewusst in Ihrem vollkommen gesunden, ewig jungen, wahren Körper. Fühlen Sie den mal, der Sie durch alle Inkarnationen begleitet. Das sind Sie. Das andere ist ja die Illusion. Ja? Das ist ja nur die vorübergehende Realität. Ihre Schuluniform. Ja. Und dann, wenn jemand gestorben ist, dann verbuddeln wir den und für viel Geld setzen wir dann Marmorstein drauf. Ja. Aber niemand macht sich bewusst, macht einen Marmorstein, steht drauf, hier ruht mein alter Wintermantel. Das ist nur Ihre verschlissene Schuluniform. Die können Sie vergessen. Ja. Aber Sie sind unkaputtbar. Sie sind ewig. Ja. Sie sind vollkommen. Sie brauchen sich also nur erinnern. Und so sollten Sie unbedingt ein Experte werden. Aber von allem, was hier gesagt wird, nehmen Sie nur das mit, was Sie behalten. Aber nur das, was Sie verwirklichen, ändert Ihr Leben. Und nur das, was Teil Ihres So-Seins wird, ändert nachhaltig Ihr Leben. Also machen wir uns zunächst einmal bewusst, an was Sie sich noch erinnern. Wir haben ja gerade darüber gesprochen, es ist also ganz frisch, Sie haben keine Ausrede, ich habe ein bisschen was vergessen. Wir haben gerade darüber gesprochen und wir lernen am besten durch Lehren. Also ich merke das dauernd, in der Vorbereitung für diese Gruppe muss ich ja, oder sich, oh ja, das ist auch noch ein Aspekt, hätte ich mir gar nicht so bewusst gemacht. Oh, das gehört unbedingt dazu und so weiter. Also, jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie haben das gerade gelernt und Sie wollen das Ihrem besten Freund erklären. Ja? Wer kommt mal gerade nach vorne und erklärt der Gruppe ganz frisch gehört, wie aktiviere ich mein eigenes natürliches Genie? Also trauen Sie sich, machen Sie sich alle bereit, das einem Freund zu erklären. Sie können ja die Aufzeichnung sich holen, da haben Sie alles noch einmal. Sie können dann für sich raus Notizen machen der wichtigen Schritte, wie Sie damit umgehen, wie man das am besten macht. Wenn Sie das jemandem erklären, hat er Fragen? Also wie können Sie Fragen beantworten? Wie macht man das und wie macht man das? Wie macht man das, wenn man sich nicht mehr ärgern will? Wie macht man das, wenn schon was schiefgelaufen ist? Wie macht man das eigentlich? Jeden einzelnen Schritt erklären Sie in Schritten und bereiten Sie sich so vor, als müssten Sie das demnächst unterrichten. Dann können Sie sicher sein, dass Sie es verstanden haben und dann brauchen Sie es nur noch für Ihr Leben anwenden. Vielleicht zum Vergleich, ich sage Ihnen nochmal jetzt gerade meine Kurzfassung von dem, wie ich das einem erklären würde. Ja? Also, machen Sie sich bewusst, wer Sie wirklich sind. Schauen Sie sich als Beobachter beim Leben zu und beenden Sie ab sofort so zuverlässig die Identifikation mit der Illusion des Ich. Und kommen Sie als Beobachter sofort vom Denken zur Wahrnehmung.
Mit ihrem Zauberstab Gedankenkraft geben sie der Zukunft die gewünschte Form. Aber die Kraft der Verwirklichung liegt im begleitenden Gefühl. Denn ihre gefühlte Dankbarkeit verwirklicht das, wofür sie dankbar sind. Erfüllen Sie sich mit der Energie der absoluten Gewissheit des erfolgten Erfolgs und bleiben Sie in dieser Energie, bis das Gewünschte Realität ist. Schaffen Sie sich eine natürliche, sympathische, beeindruckende und charismatische Erfolgspersönlichkeit, der Erfolg scheinbar mühelos in den Schoß fällt. Durch ihr Sympathischsein, die Kunst des wirksamen Händedrucks und durch ihr Zauberinstrument Stimme, mit dem sie jeden ganz tief innen berühren und verzaubern. Treten Sie bewusst ein in Ihre eigene natürliche Vollkommenheit und erleben Sie sie bei allem, was immer Sie gerade tun, einfach, indem Sie es so vollkommen wie möglich tun. Und leben Sie als erwachtes Bewusstsein. Und seien Sie möglichst ständig online und lassen Sie sich von der universellen Weisheit führen. Und treffen so nur noch richtige Entscheidungen. Erkennen Sie so die richtige Antwort bei jeder Frage, bei jedem Vorhaben den besten Weg, die richtigen Schritte, den optimalen Zeitpunkt und vor allem, wie es ausgeht. Aber auch Ihren Weg zu Gesundheit, Erfolg, Wohlstand und Glück. Verstehen Sie so die Sprache des Lebens und die Botschaft des Körpers. Die Kunst, einen bereits erfolgten Misserfolg und Verlust doch noch zu einem Erfolg und Gewinn zu wandeln. Einfach, indem Sie erkennen, was dafür zu tun ist. Haben Sie täglich mindestens eine gute Idee, die Sie so lange optimieren, bis daraus eine besondere oder sogar eine einmalige Idee geworden ist. Und die verwirklichen Sie dann und werden Sie ein Experte auf Ihrem Gebiet. Leben Sie bewusst, ständig im Mastermind. Kommen Sie so vom begrenzten Intellekt des Verstandes zur umfassenden Intelligenz des Bewusstseins. Damit haben Sie Ihr natürliches Genie aktiviert und sind bei sich selbst angekommen. Dazu kann ich nur gratulieren, denn als erwachtes Bewusstsein können Sie alles andere vergessen, ziehen Sie nämlich ganz von selbst das an, was Ihrem erwachten Bewusstsein entspricht. Sie brauchen keine besonderen Ursachen mehr setzen. Sie brauchen sich keine Sorgen machen. Hallo? Na komm. Und? Genau. Das heißt also, plötzlich ist Ihr ganzes Leben in Ordnung. Alles das, was bisher schwierig war, Zeit brauchte, was schiefgelaufen sein könnte, kommt nicht mehr vor. Immer wieder kommen Leute zu mir und stellen die gleichen Fragen. Was machen Sie denn, wenn Sie ein Problem haben? Das sage ich gar nichts, ich habe keins. Um ein Problem zu haben, brauchen Sie ein Ich. Bewusstsein kann kein Problem haben. Ja, das Ich ist das Problem. So. Also, sobald Sie leben als erwachtes Genie, was identisch ist natürlich mit erwachtem Bewusstsein, sobald Sie leben als erwachtes Genie, haben Sie alles erreicht, was man in der Schule des Lebens erreichen kann und sind bereit für die nächste Dimension. Und wie heißt es in der Bibel? Nun, da ihr wisst, was zu tun ist, geht hin und tut das Rechte. Ich bedanke mich. Eine gute Zeit.